Befreie dich von Konzepten. Unser ganzes Leben besteht aus Konzepten, aus Vorgaben, aus Checklisten, aus Lehrbüchern, aus Philosophien, aus Religionen, aus Politiken und all dem. Überall, alles ist voller Konzepte. Warum brauchen wir Konzepte? Oder warum brauchen wir diese Art von Struktur, um darin leben zu können oder vielleicht sogar gut leben zu können? Wozu brauchen wir das alles? Vorgaben, wie es richtig funktioniert, wie es zu funktionieren hat, wie du zu glauben hast, dein Glaubensbekenntnis, dein politisches Bekenntnis, deine Stellungnahme, dein Rechts-Links-Drall und all das, rechts-links jetzt in dem Sinne des Parlamentarischen, wo man auf der rechten oder auf der linken Seite sitzt. Alles das sind Konzepte. Und dann natürlich die Konzepte unserer Selbst, das Selbstkonzept, das wir auch immer wieder formulieren und sagen, ich bin so, weil ich so und das meine Auffassung ist, meine Prinzipien sind und so weiter und so weiter. Ein Leben voller Konzepte. Und natürlich mögen wahrscheinlich die meisten jetzt einwenden, ja, Konzepte brauchen wir im Leben. Ohne Konzepte wären wir gar nicht lebensfähig. Aber ich wage das zu bezweifeln, ob wir das immer wieder in ein Konzept gießen. Ein Konzept, das bestimmt, wie es richtig ist, wie man es zu tun hat, weil doch jeglicher gegenwärtige Augenblick und Moment, jeder Tag, jede Stunde, jede Sache, der wir uns widmen, eine besondere und eine eigene Herausforderung ist. Warum soll ich dann immer an Konzepten festhalten? Ich nehme ein Beispiel. Warum soll ich immer Häuser planen und habe die vorgeplant oder Events planen und all das, Planungskonzepte? Nicht, dann hat der Architekt oder die Frau Architektin einen schönen Plan entworfen, nachdem wir das Haus dann gebaut haben. Dann wird es durchgezogen. Dann entstehen natürlich Probleme, wie sie normal sind. Probleme entstehen immer wieder und Konflikte entstehen ganz natürlicherweise. Aber dann zieht man das Haus nach dem Plankonzept durch. Und dann gibt es eben ein Ergebnis. Warum baut man zum Beispiel nicht ein Haus, dem man einfach folgt? Also ich fange eines Tages an, ich weiß, welches Baumaterial ich nehme. Und ich merke, bei dem Baumaterial gibt es Probleme, also verändere ich das Baumaterial. Dann gibt es vielleicht in der Bauart Probleme, weil nur bestimmte Arbeiter da sind, was auch immer. Das heißt, ich will damit zum Ausdruck bringen, wir müssen uns eigentlich immer wieder anpassen und immer wieder erneut in der Gegenwart, im gegenwärtigen Bezug etwas geradezu oft erfinden, tatsächlich erfinden, um in der Sache wirklich klarzukommen und um sie auf diese Art und Weise dann vielleicht organischer gestalten zu können. Eben außerhalb des Konzeptes. Und das heißt ja nicht, dass man konfus ist oder dass man nichts kann, dass man nichts auf die Reihe bringt, sondern dass man aus dem schöpft, was man unmittelbar erfährt und erfahren hat und es natürlich im Gedächtnis verankert hat und sich dann immer wieder anpasst und neu kreativ ist. Das heißt, Kreativität wird eigentlich aus dem Nicht-Konzeptuellen geschöpft. Du fragst vielleicht einen Maler, wie hast du das Bild gemalt? Wie ist das geschehen? Und dann eignest du dir ein Konzept an, wie man ein schönes Ölgemälde malt. Und dann ist es eben nur das Konzept, das dieser bestimmte Maler für dieses eine Bild entworfen hat. Und ansonsten hat er was anderes gemacht, hat eine andere Technik gehabt und all das. Und wir schreien immer wieder nach Techniken oder wir schreien auch nach Rezepten und wir wollen Rezepte hundertprozentig nachkochen, aber das gelingt in den seltensten Fällen. Insofern ist die Rezeptwelt als Konzeptwelt eine illusionäre Welt. Ich kann nicht alles in Konzepten standardgenau so machen, wie es eben in dem Rezept beschrieben ist. Mehr von Konzepten befreien und mehr spontan sein, mehr zusammen sein, mehr kreativ sein, mehr das nehmen, was es gibt, mehr das nehmen, was existent ist und damit zum Beispiel zu bauen und ganze Siedlungen zu machen, in dem Sinne zu machen, aber nicht konzeptuell immer wieder hundertprozentig vorauszuplanen und all das. Und das könnten wir jetzt an alle möglichen Beispielen festmachen und sagen, es gibt dieses Konzept, jenes Konzept und so weiter. Und wir haben eigentlich nur mit Konzepten zu tun und schöpfen eigentlich kaum noch etwas aus dieser besonderen Herausforderung einer jeglichen Situation, ich betone einer jeglichen Situation, in der wir uns befinden. Und das ist bedauerlich so. Und insofern ist schon wichtig, von Konzepten Kenntnis zu nehmen, aber sie dann auch
gerne über Bord zu werfen und zu sagen, ich mache es ganz anders. Wir machen es immer ganz anders. Und natürlich sind wir Wesen als Menschen. Wir Wesen in dem Sinne, dass wir zusammenarbeiten, dass wir zusammen etwas zustande bringen, aber eben doch nicht immer entlang von irgendwelchen Vorgabekonzepten, Ideologien, Glaubensbekenntnissen und so weiter und so weiter.